Wie eine Offenbarung wurde heute die erste Ankunft des ICE in Ravensburg gefeiert, dass der künftig einmal täglich auf der Strecke zwischen Innsbruck und Dortmund in beiden Richtungen fährt und in Biberach, Ravensburg und Friedrichshafen hält, begeistert Eisenbahnfans wie Alexandra Müller. Mega, ich freue mich. Bin echt schon von Hamburg gekommen. Um das zu filmen? Ja. Das ist eine neue Ära für Ravensburg. Das ist ganz was Großes, wo man niemals gedacht hat. Ich habe mir eine Fahrkarte gekauft. Ich fahre extra von Ravensburg nach Friedrichshafen, um einmal diese Strecke ICE zu fahren. Das erste Mal. Frust hingegen in Aulendorf, das auf der Strecke nach Biberach liegt. Dort rauschte der ICE heute durch. Der Intercity, der bisher dort hielt und es täglich 8000 Fahrgästen ermöglichte, Anschlusszüge Richtung Allgäu und Tübingen zu nehmen, wurde gestrichen. Ich finde natürlich schlecht, wenn ich hier aus Aulendorf komme. Wäre es natürlich voll super, wenn der hier auch halten würde. Da muss ich nicht extra erst nach Biberach fahren. Weil Aulendorf ist schon eher eine größere Stadt und gibt es mehrere Verbindungen von hier. Deswegen sollte er schon hier halten. Das Argument der Deutschen Bahn, dass die Bahnsteige in Aulendorf zu kurz und zu nieder seien für einen ICE, will Bürgermeister Andreas Burt nicht gelten lassen. Die Bahnsteige hätten nämlich ICE-tauglich gemacht werden können. Ich habe die Bahn auch darauf aufmerksam gemacht, dass hier jetzt ab 2026 umfangreiche Bahnarbeiten stattfinden, auch auf den Gleisen. Und da wäre es doch möglich gewesen, das bereits zu berücksichtigen. Wo ist die Blaskapelle und der rote Teppich? Ja. Am frisch gekürten ICE-Bahnhof Ravensburg hingegen gab es heute viel Jubel. Ein ICE in Ravensburg. Geil. Dem Zugführer wird es gut getan haben, bei all der Kritik an der Deutschen Bahn.